Gut gemacht von Wagner, allerdings auch gut aufgepasst von Neukirchner. Ibertsberger verfolgt Wagner quer über das ganze Feld bei allen Rochaden. Wieder direkt weitergespielt, hat nicht sauber ausgeschaut. Und der Schuss ein bisschen abgefälscht. Aus dem wurde nur ein Schüsschen, der Schuss von Ivancic. Ich weiß nicht, ob das genauso war, wie es gedacht war. Das schnelle Weiterspielen von René Wagner, aber immerhin, es ist angekommen. Ivancic hat es direkt probiert. Diagonalspiel, guter Seitenwechsel, aber diesmal Ibertsberger nah genug an Wagner drin, um den Schuss abzubauen. Ja, ebenso eng wie Wagner gedeckt wird, wird auch Amor beschattet. Allerdings da eher in Form einer Übergabe zwischen Schöttl und Schießwart. Platz für Kurzer jetzt. Findet Schupp. Der bleibt an drei Rapidlern hängen. Wieder das Duell Wagner gegen Ibertsberger. Bewegt sich sehr gut René Wagner, kann sich oft gut von Ibertsberger lösen. Und jetzt hat Lagonikakis Platz. Savicevic. Nach seinem Gegenspieler! Und war das ein Foul? René Wagner ist gefallen. Elfer gibt es keinen, glaube ich. Ja, es gibt sicher keinen Elfmeter. Ja, aber wir haben etwas, was der Schiedsrichter nicht hat. Die Chance, uns das Ganze noch einmal anzuschauen. Ja, der Arm von Schopp, der war wohl dran. Aber für den Schiedsrichter nur schwer zu erkennen. Ja, da sieht man ganz deutlich, dass sich Schopp festhält. Aber René Wagner lässt sich auch sehr leicht fallen und dann rutscht ihm Sidorczuk auch noch rein. Aber das Entscheidende für die Frage 11 oder nicht war natürlich das Duell mit Schopp. Ohne Zeitlupe für den Schiedsrichter sicher schwer zu entscheiden, hat sich Wagner fallen gelassen, noch bevor er den Arm von Schopp wirklich gespürt hat oder nicht. Savicevic musste warten, da war kaum einer vorne. Gut bedrängt diesmal von Flörkin. Und Ballgewinn für Sturm. Ganz frei Korsos. Aber im letzten Moment noch Jasic mit der Rettungstat. Ganz kurz hat die Rapidabwehr nicht aufgepasst. Korsos hat heftig gewunken, dass er frei ist, hat dann auch den Ball, wer sieht man es, der winkt, der bekommt den Ball, aber im letzten Moment stürmt Jasic herein und macht das sehr geschickt, ohne Foul. Spitzelt der Korsos gerade noch den Ball weg. Thank you.
Der Korsos, ne, offensiver Manndecker, kann man sagen, spielt ja eigentlich in der Verteidigung. Hat aber natürlich Platz, weil ja nur ein Stürmer bei Rapid spielt. Im Lützter. Lübertsberger wunderbar gemacht. Sieht man, was es ausmacht, wenn man eng beim Gegenspieler steht und dann noch zwei, drei Schritte nach vorne sprintet. Allerdings aufgrund der ungenauen Rückgabe von Schopp Einwurf Rapid. Doppelpiel in Diskussionen oder in Anweisungen verwickelt mit seinen Verteidigern. Geht es wahrscheinlich um die Zuordnung, wenn Korsisch nach vorne stürmt. Da steht wieder die Rapid-Defensive sehr gut, macht die Räume eng. Erfolg ist der neuerliche Ballbesitz. Inzwischen schon ausgeführter Freistoß, aber wieder ungenaues Abspiel. Schießwald, das ist sicher seine große Schwäche. Das Herausspielen aus der Abwehr, da ist er kein Künstler. Zu diesem Zweck hat er wieder unter anderem. Ivica Vastic, eine sehr gute Bilanz gegen Rapid. Fast in jedem zweiten Spiel ein Tor, insgesamt deren 14. Die größte Gefahrenquelle für Rapid, wenn er in Form ist. Spielen. Joachim tritzelt, bis er Peter Schöttl spürt, und den hat er ganz heftig gespürt da. Freistoß Vastic. Und jetzt hat Wagner seinen Gegenspieler Ibertsberger zurückverfolgen müssen, fast bis an den eigenen Strafraum. Konnte sich nur mit einem Foul helfen. Sieht man's? Im Ellbogen hat er da ein bisschen nachgeholfen, zu Recht Freistoß stehen. Interessant, den Sturm mit dem Wind im Rücken, das hilft natürlich, wenn man den Ball zum Tor dreht, aber Meier hat den Ball diesmal gut berechnet. Verständnis zwischen Taumend und Savicic. Ja.
Moment ein bisschen die Harmonie im Tanz zwischen Taumelnd und Savicevic. Hat keiner gewusst, wer führen soll. Hier führt keiner, steht immer noch 0:0 nach 25 Minuten. Savicevic sucht Wagner, findet Schopp. Schopp, ohne Fußballer des Jahres, bestreitet heute schon sein 41. Pflichtspiel. Alle Bewerber, also Champions League, Länderspiele und so weiter, zusammengezählt. 41. Bewerbsspiel in dieser Saison. Ozean versucht es mit einem Fernschuss. Aber da hat doch einiges gefehlt zum angepeilten Ziel. Das Kartnick, den habe ich auch schon einmal freundlicher dahinblicken gesehen. Und sind wieder. Hannes Kartnicks als Dokopil. Und jetzt haben wir Ivi Savastic. Da gibt es sicher Gelb. Gelb für Schöttl und der versteht es nicht. Zweite Gelb in diesem Spiel, die erste für den Rapidler. Freund stellt Vastic zur Rede. Schöttl, der langjährige Partner Vastic in der Nationalmannschaft, tut das. Heftige Diskussionen. Ja, so emotionell habe ich den Peter Schöttl im Umgang mit Gegnern noch selten gesehen, aber der Fuß war da, keine Frage. Natürlich ist Vastic leicht aufgestiegen, aber naja, Ball gespielt, meint Peter Schöttl. Wie auch immer, es gibt Freistoßsturm. Kurz abgelegt. Und der nächste Fernschuss verfehlt sein Ziel. Und zwar von Markus Schupp. Ja, ich denke mal, Ivi Savastic wird in den nächsten Minuten noch mit heftigen Pfeifkonzerten hier im Hanapi-Stadion rechnen müssen. Hat sich dabei eigentlich ganz gut zum Tor gedreht, aber nicht genug. Naja, hat da nicht zugeschaut. Flakin fällt Savicevic.
für Peter Schöttl hat diese Karte übrigens auch Folgen, habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Auch er war vorbelastet, 5. Gelbe, damit auch er im nächsten Spiel gesperrt. Vielleicht auch deswegen der emotionale Ärger des Kapitäns. Amoah setzt sich durch, mit oder ohne Foul, das ist die Frage. Aber Meier rettet alles. Außerdem dürfte der Schiedsrichterassistent schon abseits angezeigt haben, nehme ich mal an. Aber da war einiges. Na, da hätte ich mir ganz gerne auch angeschaut, wie Amoah da den Ball gekommen ist. Kozian, ihm wurde das Offside zugeschrieben. Aber da gab es vorher schon Proteste, als sich Amoah den Ball erkämpft hat. Da war ein ziemliches Gerangel bei diesem Zweikampf dabei. Ja, wie auch immer, Ladislav Meier hat alle Diskussionen beendet. Und jetzt gibt es Eckball Rapid. Ein interessantes Spiel, auch wenn es noch 0:0 nach gut einer halben Stunde steht. Man hat das Gefühl, dass beide, zwar mit gewissen kalkulierten Risiko, aber doch den Torerfolg suchen. Der rechten Seite Savicevic. Intelligenz gesehen, als er diesen Ball jetzt da geholt hat. Er bleibt im Moment relativ häufig hängen, aber setzt sich dann im Zweikampf durch. Und der Abschluss, der war mehr als nur mäßig, der Schussversuch von Nagonikakis. Also der Kirche. Mit dem Einsatz von Wagner im Fallen. Ja, und schon nach 33 Minuten bahnt sich bei Rapid ein erster Wechsel an. Arnold Vettel, ehemaliger Sturmspieler, brennt sich auf seinen Einsatz. Schussmöglichkeit, aber gut abgeblockt von Ivancic. So, jetzt wird es den Wechsel geben. Spielwechsel Rapid. Aus dem Spiel geht es die Schießwald hat sich da verletzt, das sieht man hier ganz deutlich. Humpelt da raus. Zu ihm kommt Vettel. Bin gespannt, in welcher Position. Und mit Schießwald geht ein Verteidiger, mit Vettel kommt ein Mittelfeldspieler. 9 Jahre Sturmvergangenheit hat er, bis 1996 hat er beim heutigen Gegner gespielt, bis er nach Portugal zum FC Porto gewechselt ist. Ja, es sieht so aus, als würde Jasic in die Verteidigerrolle schlüpfen und sich zumindest teilweise um Vastic kümmern. Jetzt zum Beispiel war er in der Nähe des Sturmkapitäns, abseits Amoah. Und Vettel übernimmt die Position von Jasic im linken Mittelfeld. Ja, das war kein Abseits, das kann man hier deutlich sehen. Aber muss man immer wieder dazu sagen, wir können in aller Ruhe die Zeitlupe genießen, der Schiedsrichterassistent kann das nicht. Thank you.
Sehr ausgeglichen das Spiel, annähernd 50-50. Die Spielanteile, auch die Chancenverteilung in etwa gleich. Jetzt allerdings der nächste Rapidschuss. Wateitschek, der Mittelverteidiger, der einen ziemlichen Hammer hat. Und der Pole Sidorczuk wird in wenigen Tagen sein 100. Bundesligaspiel bestreiten, heute das 99. Stangelpass, zu steil für Amor. Das ist sicher das Duell des Spiels bisher. Ibertsberger gegen René Wagner. Die beiden schenken einander nichts. Foul könnte man jeweils in die beliebige Richtung geben. Völlig egal. Da wird mit Händen und Füßen gerangelt. Fast hätte er sich da vorbeigeschwindelt an Vettel. Dessen Befreiungsschlag geht jetzt aus. Und jetzt gibt es auch Karton in Gelb für Vastic. Foul an Rateitschik. Das war schon, das war jedenfalls nicht das erste Foul von Vastic. Kann man durchaus geben. Wird Ivica Vastic auch nicht wesentlich stören, ist erst für ihn die zweite Gelbe in dieser Bundesliga-Saison. Ja.
Kirchner, den Zweikampfsieger gegen Wagner. Freund und Amor tauschen Freundlichkeiten aus. Könnte die nächste gelbe Karte geben, wird es auch geben, und zwar für Freund. Und da gibt es sogar Gelb-Rot natürlich. Es ist natürlich Schöttl, logischerweise, der vorhin Gelb bekommen hat. Ja, damit ist seine fünfte gelbe Karte aufgehoben, aber der Effekt ist dasselbe. Dabei ist das die härtere Attacke eigentlich von Lagonikakis gekommen. Beide im Sliding Tackle gegen den Manaskana und Peter Schöttl, der Captain. Ein sehr unglückliches Spiel für ihn. Kaum hat er sich in die Stammelf zurückgespielt, scheidet er auch schon wieder aus nach einer gelb-roten. Die sechste rote Karte seiner Bundesliga-Karriere. Und Lagonikakis hätte sich da auch was verdient, aber Peter Schöttl erwischt es. Damit Rapid mehr als eine Halbzeit lang in numerischer Unterlegenheit. Moa wird außerhalb des Spielfelds behandelt. Die Freistoßdistanz für Sturm auch nicht gerade ungünstig. Das wäre sozusagen die doppelte Strafe für Rapid, wenn sie jetzt einschlüge. Ozean nahe am Ball. Schießt auch. Das bleibt bei der einfachen Strafe. Rapid ab der 43. Minute mit 10 Spielen. Sich, glaube ich, bei den Rapid-Fans auch nicht wahnsinnig beliebt gemacht, aber in dem Fall konnte er nichts dafür. Der Trabik ist eigentlich ein Mann, der nur selten rote Karten zückt. Alle vier bis zum heutigen Spiel hat er in einem einzigen Spiel gezückt, nämlich beim Skandalspiel Bregenz Austria, das dann später wiederholt wurde. Eine Minute plus Nachspielzeit bis zur Pause. Zuerst guter Einsatz, dann unfairer Einsatz von Flörkin. Und jetzt werden es hier so richtige Kartenspiele in allen Farben. Gelb für Flörkin. Fast das Gefühl, es würde Savicevic mit langem Ball halten, Fouls provozieren, vielleicht auch Karten, und da reklamiert er auch wieder. Wird bald selber eine Karte sehen für zu heftiges Reklamieren der Montenegriner. Nachspielzeit der ersten Hälfte, und da wird abgepfiffen, und zwar nach einer Zeitstellung.
Rapid nach wie vor mit großer Leidenschaft in diesem Spiel. Sturm wirkt jetzt eigentlich etwas abgeklärter. Und jetzt missglücktes Dribbling von Schopp. Eine spannende, ausgeglichene Partie erleben wir hier im Hanapi-Stadion. Tor haben wir noch keines gesehen, aber dafür schon 5 Karten. 4-mal gelb und letztlich eine rote, eine gelb-rote, genauer gesagt, für gegen den Wind. Aber sie sind noch zu 11 und Rapid ist nach dem Ausschluss von Peter Schotter nur noch zu 10. Nach der Umstellung spielt jetzt Neukirchner gemeinsam mit Korsho Schmandecker und Minnerwand relativ offensiv im linken Mittelfeld. In seiner neuen Rolle, eigentlich in einer altgewohnten Rolle. Alles noch im Spiel. Rapid wird sich jetzt wohl noch mehr auf Konter verlegen. Aber da braucht es auch mehr Präzision. Minnerwand jetzt auch in der Defensive. Rettungstat von Radajczyk, allerdings Eckball für Sturm. Nach Eckbällen steht es unentschieden. Sowie nach Toren 2:2 die Cornerbilanz. Und Ivica Vastic will, kann nicht das tun, was er gerne tun würde, nämlich den Eckball ausführen, denn da gibt es diverse Wurfgegenstände, die aus dem Rapid Fansektor aufs Spielfeld fliegen. Inzwischen wird auch der Austausch angezeigt für Nachwuchsmann Ivancic. Kommt Jens Dove. Ivancic beendet also seine erste Partie gegen Sturm vorzeitig. Der Deutsche Jens Dove kommt für ihn ins Mittelfeld. Jens Dove, der Assist-König der Bundesliga. Ex aequo mit zwei anderen 8 Assists bisher in dieser Saison.
Passrichtung. Korsos, aber ganz gut ausgelöst. Diesmal nicht durch seine Technik, sondern durch Kampfkraft. Hat sich Savicevic den Ball geholt und ihn auch prompt wieder verloren. Das war ein bisschen rustikal von Lakonikakis. Nicht ungefährlich, aber der Ball landet doch sicher in den Händen von Ladislav Nein. Rastic. Dann der Kopfball. Und kein schlechter Freistoß. Kopfball von Pelastik. Moment, ein bisschen eine Pattsituation. Rapid zieht sich sehr weit zurück. Verlässt sich fast ausschließlich noch aufs Kontern. Und Sturm will noch nicht volles Risiko gehen, so scheint's. Nicht ins offene Messer laufen. Ja, jetzt wartet noch einmal die Chance. Und Flörkin. Unglaublich, was da Amor passiert. Passiert ihm wahrscheinlich auch nicht oft. Trifft den Ball mit seinem Standbein. Dann Vastic und letztlich der Schuss des Uruguayaners Flaki. Ja. Der Dokupil bekommt der Mund einiges zu tun. Kaugummi kombiniert mit Zigarette. Im Moment sämtliche Feldspieler in der Platzhälfte von Rapid, jetzt gerade nicht mehr. Filip Lasnik, der Einzige, der sich gelegentlich in die eigene Platzhälfte zurückbegibt. Aber es ist eng für Sturm da vorne. Wieder Wand. Und der nächste Schussversuch. Alles nicht wirklich mit der notwendigen Übersicht, was der Sturm aufführt. Thank you.
Kostic. Auch zu ungenau, Richtung Amor gedacht. Ja, die erste Spielhälfte hatte mehr Klasse als die ersten 11 Minuten in Hälfte Nummer 2. Vlasic holt sich jetzt sehr viele Bälle von weit hinten. Macht auch sehr viel allein. Dirigiert im Moment sehr viel seine Mitspieler. Zeigt, dass er festgehalten worden wäre. Vielleicht haben Sie den Platzsprecher gehört. 14.300 Zuschauer. Wie gesagt, nicht ausverkauft, aber sehr guter Besuch heute in Hütteldorf. Alle Rapid-Spieler innerhalb von etwa 30 Metern vor dem eigenen Tor. Ein engmaschiger Abwehrzaun, der da aufgebaut wird. Aber wirklich erstaunlich, auch mit einem Mann weniger, wie passiv jetzt Rapid im eigenen Stadion agiert. Auch erstaunlich, dass Sturm keinerlei Idee hat im Moment, wie man diesen Abwehrriegel knacken könnte. Jetzt vielleicht, aber Amor bisher eher ungefährlich. Schon fast eine Stunde lang. Meier dafür umso souveräner. Charles Amoa, 50 Millionen Mann aus Ghana von St. Gallen geholt. Vorher Schweizer Torschützenkönig mit 25 Toren. Jetzt der schnelle Pass in die Tiefe. Savicevic, Dove, Wagner. Ja, so einfach kann Fußball sein. Drei Stationen und die größte Chance in Hälfte 2. Nicht für Sturm, die Grazer, die das Spiel komplett machen im Moment, sondern für Rapid. Ja, und das wird wohl der Charakter des Spiels bleiben, solange es unentschieden steht. Rapid weit zurückgezogen und dann mit einem schnellen Konter den Versuch anzusetzen, Sturm den Todesstoß beizubringen. Jetzt der nächste Versuch, wieder an mangelnder Präzision gescheitert. Noch einmal Wagner, nicht eng genug gedeckt von Neukirchner, aber zu genau auf Sidorczyk. Jetzt Sturm auf der anderen Seite und Wagner, pardon, Meier natürlich, rettet da vor Korsos. Lagonikakis, Traumend. Gutes Tackling von Minerwand. Eine halbe Stunde noch. Eine halbe Stunde noch Chance für die beiden Mannschaften, Tore zu erzielen. Für uns sie zu erleben. Jetzt seit dem einen Konter wieder etwas initiativer.
Ozean legt gut ab auf Flörkin. Lakonikakis liegt. So, jetzt die Szene für Sturm, als Korsos diesen herrlichen Steilpass erwischt hat, aber Meier in den Winkel gut abgeschnitten hat. Wislaw Meier, zwei, drei Szenen wieder einmal, schon so oft, der Retter seiner Mannschaft. Ja, Unfalltöter, das wissen wir, ist er natürlich auch. Erst in dieser Saison, seiner dritten in Österreich, hat er zwei Elfer-Tore hinnehmen müssen. Aber fünfmal sind die Elfer-Schützen in der Bundesliga an ihm gescheitert. Entscheidet Schiedsrichter Drabek auf Zeichen seines Assistenten auf Abseits. Vehementes Tackling von Lakonikakis gegen Minervand mit Erfolg. Fehlershop. Wagner. Aber er muss sich mit vier Sturmspielern herumschlagen und scheitert schon am ersten an Neukirchen. War nicht leicht für die einzige Sturmspitze in numerischer Unterlegenheit, damals zum Zug zu kommen. Sehr schöner Pass von Vastic auf Schupp. Aber der bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Ideal gemacht, kein Abseits. Aber Schupp springt der Ball vom Fuß. Ja, vielleicht entscheidet ein Geniestreich heute die Partie. Ich frage mich nur, auf welcher Seite? Bei Genie Vastic oder bei Genie Savicevic? Fehlermeier jetzt! Kaum gelobt, schon verunsichert. Kozian mit einer Flanke und Meier erwischt den Ball nur mit den Fingerspitzen. Und vom Fuß von Jasic springt der Amor beinahe torgerecht vor den Fuß. Aber immer noch kein Tor, 25 Minuten vor Schluss. Vastic mit dem Corner für Sturm. Aber natürlich hat er da keine Ruhe. Immer wieder fliegen Gegenstände, nämlich vor allem Plastikbecher, aufs Spielfeld. Jetzt der Corner. Und so schlecht schießt Ivica Vastic und Bede sonst nicht. Eine echte Abwehrschlacht, die Rapid liefert. Der
Zeit, Schussversuch. Bombenschuss und die Nachschussmöglichkeit für Korsos. Da hatte Ladislav Meyer mit dem Schluss von Flörkin einige Mühe. Ziemlich wuchtiger Schuss. Meyer mit der kurzen Abwehr und Korsos. Unkontrollierter Nachschuss. Den Strich. Ja, eigentlich eine super Aufstellungsvariante von Osim, der wusste, dass Rapid nur mit einem Stürmer antreten würde und Korsos als zweiten quasi stürmenden Manndecker nominiert hat. Aber daher hat er den Matchball auf dem Fuß. Es wird nach wie vor von beiden Seiten verbissen um jeden Ball gekämpft. Mica Osim wirkt heute vielleicht noch eine Spur angespannter als sonst. Er weiß, es steht viel auf dem Spiel für die ganze Saison von Puntigamer Sturm. Vucevic gegen zwei Gegner und mit dem herrlichen Pass auf Taumelt. Dove, ja, der war schwer. Der war nicht leicht zu nehmen. Aber das Ganze erst ermöglicht, nachdem sich Vucevic gegen zwei Gegner durchgesetzt hatte und den Raum etwas geöffnet hat mit dem Steilpass Richtung Taumelt. Immer noch mehr streng der Blick der neuen Lederjacke. So bedenken, dass Sturm immerhin hier 7 Teamkandidaten für das Bosnien-Länderspiel am Platz hat. Rapid sind die einzigen Kandidaten, die in Frage gekommen wären, nämlich Hatz und Schießwald. Wegen Verletzung nicht oder nicht mehr dabei. Martinson Haas. Plauderei als Aufwärmübung. Thank you.
Kurz Flanke ins Niemandsland. Schiedsrichter Berbig entschuldigt sich fast bei Savicevic, dass er da abgepfiffen hat und nicht Vorteil gegeben hat. Und bei ihm eine tolle Bilanz, eine tolle Torbilanz, fast in jedem zweiten Bundesligaspiel seiner jetzt schon fast zweijährigen Karriere in Österreich gab es ein Tor. Mario Haas macht sich daran, das Spielfeld zu betreten. Sturm muss voll auf Angriff setzen, denn Sturm hilft eigentlich wahrscheinlich nur ein Sieg in dieser Partie und die Chance ist natürlich groß gegen einen numerisch dezimierten Gegner. Parteitschik, der ja von Schöttl die Kapitänschleife übernommen hat, mit dem Freistoß direkt geschossen, aber zurückgesetzt. Chemie gegen Chemie. Das war sicherlich nicht sehr genial. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sturm wirklich die Ideen, die zündenden Ideen fehlen. Und jetzt gibt es einen Tausch Stürmer gegen Stürmer. Amor geht, Haas kommt. Charles Amor hat sich eigentlich nur sehr selten durchsetzen können gegen die gut stehende Rapidabwehr. Mario Haas, ein ganz anderer Typ, ein schneller Mann. Aber ein Mann, auf den die Herren Vastic, Kozian und Co. sehr gut eingestellt sind. Wenn er 1,5 Jahre weg war, es ist schon seine 23. Bundesliga-Partie gegen Rapid. Aber erst zweimal hat er getroffen. Das ist eigentlich für einen Stürmer, der immer wieder vorne zu finden ist in der Torschützenliste, erstaunlich selten. Die Rapid-Viertelstunde wird eingeklatscht, aber gehört sie Rapid oder Sturm? Das ist jetzt die große Frage. Aber war nicht schlecht gemacht von Schupp. Hat sich der Platz verschafft und dann abgezogen. Die Attacke von Wagner wird als Foul gewertet. Was jetzt? Sein erster Anlauf scheitert. Vucevic sucht
passenden Anspielpartner und der einzige, den er findet, ist ein Torhüter. Genau genug in den Lauf gespielt. Dove auf Savicevic. Aber der Ball ist doch heiß. Wagner nicht abseits. Knapp vorbei. Und das war jetzt wohl sowas wie der Matchball für Rapid. Die Sturmabwehr hat den Ball nicht weggebracht. Eigentlich hätte schon vorbei sein müssen. Aber da springt der Ball noch einmal weg. Ja, hart am Abseits, würde ich sagen, René Wagner. Da hätte es nach einem allfälligen Treffer heftige Diskussionen gegeben. Aber Minnerwand war schnell da und Wagner hat letztlich das angepeilte Ziel auch verfehlt. Der Ballbesitz hat sich natürlich drastisch verändert. Der ganze Charakter des Spiels hat sich verändert in der zweiten Hälfte. Nicht mehr ausgeglichene Spielanteile. Sturm macht das Spiel im Alleingang und Rapid kommt aus Kontern zu Chancen. Und jetzt wieder nichts. Ein einziger tödlicher Schlag könnte in diesen letzten 12 Minuten die Partie entscheiden. Kozia. Was willst du machen? Fragt sich der Torhüter. Ich denke mir, er wird allmählich mit einem torlosen Unentschieden mehr als zufrieden sein angesichts des Spielverlaufs. Eine harte Attacke von Savicevic. Es kann nur eine Karte geben und es gibt sie auch. Gelb, völlig zu Recht, auch wenn er es nicht wahrhaben will. Aber das war eine böse Attacke, der Ball war schon weit weg. Eines Genies unwürdig und da ist Flörkin auch noch, glaube ich, irgendwo dagegen geprallt. So, da sehen wir es. Und da kommt erst die späte Attacke von Savicevic. Und ich denke, mit dem Montenegriner kann froh sein, dass es da nicht eine Karte in einer anderen Farbe gegeben hat. Die hätte man da durchaus auch zücken können. Ein Spielmacher in einer Brutalrolle, auch was Ungewohntes. Ozean diesmal mit dem nunmehr vierten Corner für Sturm. Meier bedankt sich. Schnell ausgeworfen. Dove. Wieder Savicevic, diesmal in seiner gewohnten Rolle. Lagonikakis. Er hat das nicht ungeschickt gemacht, aber das Foul, das er haben wollte, bekommt er nicht zugesprochen. Ich glaube, es war auch keins. Da wollte Lagomikakis, bevor Prelastik so richtig dran war, einen Freistoß oder gar einen Elfer provozieren. Nach wie vor torlos dieses Spitzenspiel. Ein spannendes Match. Nicht immer klassemäßig auf der Höhe, aber an Spannung mangelt es hier heute nicht.
Gelb jetzt auch für René Wagner. Insgesamt jetzt die 7. Karte, die wir sehen. Je 3 gelbe, links und rechts quasi, also für Rapid und Sturm. Dazu noch die gelb-rote. Ja, den Fuß hat er stehen lassen. Aber zwischen Gelb und Gelb ist trotzdem manchmal ein Unterschied, wenn man die Attacken von Zawiczewicz und Wagner vergleicht. Freistoß Kozian. Sturm findet nur ganz selten ein Durchkommen gegen die wirklich sehr, sehr gut stehende Rapid-Defensive. Defensive, die aus 9 Feldspielern besteht, muss man hinzufügen. Sturm, der ist schon groß, aber die Effizienz im Herausspielen von Chancen, die lässt einiges zu wünschen übrig. Ja, und jetzt, wo der Konter mal gestoppt ist, hat Rapid natürlich Zeit. Noch 6 Minuten, wie gesagt, den Spielverlauf einmal berücksichtigt, ist das 0:0 sicher ein Erfolg. Da könnte es die nächste Karte geben. Nein, es gibt keine, es gibt nur Freistoß. Wieder kein Durchkommen, auch nicht für Markus Schopp. Nicht einmal mehr 5 Minuten, plus Nachspielzeit natürlich. Sturm braucht einen Sieg mehr als Rapid. Kirchner. Einmal wird Sturm noch tauschen, auch wenn es noch nicht so weit ist. Martens wartet schon auf seinen Einsatz, der Belgier. Und der Seitenwechsel. Rettel. Was er da wollte, kann er vielleicht nur selbst wissen. Kopfballstaffette! Ja, es hätte nicht gezählt. Abseits. Spielerwechsel bei Sturm Graz. Aus dem Spiel.
Markus Schupp. Und das war abseits. Haas, der den Abschluss versucht hat, ohnehin das Tor verfehlt hat, war tatsächlich abseits. So, Schupp raus, Jan-Peter Martens rein. Für ihn nach seinem Kreuzbandriss im Mai des vergangenen Jahres. Erst der dritte Kurzeinsatz wieder. Zweimal insgesamt 58 Minuten war er in diesem Frühjahr schon im Einsatz. Irgendwo merkt man den Sturmspielern, wenn man ihnen ins Gesicht blickt, die Täuschung an, dass man gegen 10 Rapidler nicht schon die Entscheidung herbeigeführt hat. Osim versteht es vielleicht auch nicht, dass Sturm eigentlich nur zwei klare Chancen hatten. Beide durch Korsos, einmal allein vor Meier und das andere Mal im Nachschuss nach dem Flörkin-Schuss. Und das 48 Minuten lang mit einem Mann mehr. Savicevic. Ja, das könnte jetzt was Entscheidendes sein, aber er schafft es nicht ganz, den Ball hereinzubringen. Toller Ansatz bei diesem Solo. Wenn er einmal loslegt, dann ist er nur schwer zu halten. Und gezeigt, René, da musst du hin, wenn ich dich anspielen soll. Aber immerhin, Corner Nummer 3 für Rapid. Faustabwehr ist Deutsche. Jetzt hat Haas ein bisschen mehr Platz. Wartet etwas zu lang, wie mir scheint. Schopp. Aber da war schon abgepfiffen. Wieder mal Diskussionen mit Schiedsrichter Drabek. Und das war der Anlass. Da war nämlich schon ein Stoß, ein Schubser von Vastic dabei und daher die heftige Reaktion von Freund. Und auch der Freistoß für Rapid. 2 Minuten noch, Überspielzeit. 2 Minuten noch, die Frage, ob sie einen Sieger gibt oder eine Nullnummer. Bringt da eine Mannschaft noch einen Lucky Punch an? Was? Okay. Aber durch die Mitte, da ist wenig Platz. Da ist dieser engmaschige Abwehrzauner Beats. Und der Konter dauert auch zu lange. Da sind schon 4, 5 Sturmspieler wieder hinten. Und einer von ihnen, nämlich Martens, hat den Ball abgewehrt. Jetzt zu viele Rapider wieder in der Vorwärtsbewegung gewesen. Relativ offener Schlagabtausch in der Nachspielzeit. 92. Minute. Ja, und wieder nichts. Und ich würde sagen, Sturm wird dieses Spiel
charakterisieren oder das Ergebnis charakterisieren, wenn es so bleibt, mit zwei verlorenen Punkten. Für Rapid ist es, glaube ich, ein gewonnener Punkt und auch jetzt keine Tormöglichkeit mehr, sondern Abstoß. Er ist der erfolgreichste Torschütze der Rieder mit 12 Toren und auf Platz 3 der Torschützenliste. Bei Rapid fehlt Tove. Er leidet an einer Darmgrippe. Im Sturm Wallner und Wagner. Freistoß nach dem Foul von Angerschmidt an Wallner. Freistoß für Rapid. Konrad Plautz, der Schiedsrichter der Begegnung. Savicevic. Lakonikakis. Bringt den Ball, Wallner trifft den Ball nicht voll und Orage kann den Ball halten. Aus einer kurzen Distanz wird die Vorarbeit von Lakonikakis und Wallner vergibt die große Möglichkeit und gut reagiert Orage im Tor von Ried. Oberösterreicher sind die schwächste Frühjahrsmannschaft. Ried hat in den letzten 7 Spielen nur einmal gewonnen, das war der 1:0-Sieg bei Sturm. Abseitsstellung von Savicevic angezeigt von Schiedsrichterassistenten. Pass kam zu spät von Daumend. Ja, und auch Rapid hat in der Frühjahrsmeisterschaft noch kein Spiel gewonnen. Foul an Jasic. Wallner, wieder gute Abwehr von Orage. War zwar nicht allzu schwer, mitten aufs Tor. Guter Schuss, aber kein Problem, mitten auf das Tor von Ried. Rapid bemüht sich, versucht das Spiel zu machen, aufzubauen. Aber wie so oft, der letzte Pass, der ist nicht präzis genug. Wieder ein Schuss von Wallner, aufgelegt von René Wagner. Herr Dokobil sieht eine überlegene Rapid-Elf und sieht, dass Hatz verletzungsbedingt ausscheiden muss. Dafür bringt er Schießwald. Und Ried spielt gut mit. Zweikampf Agagündis gegen Radajcik und das war ein böses Foul von Radajcik. Dafür müsste er sich sofort verabschieden und hat das Glück, dass Schiedsrichter Plautz diese Szene übersehen hat. Hier hält sich Agagündis an Radajcik an, aber diese Attacke ist nicht zu entschuldigen. Normal ein klarer Platzverweis, aber Schiedsrichter Plautz hat das übersehen. Also aus dieser Sicht Glück für Radajcik. Savicevic, Lakonikakis, Heber und Foul von Angerschmidt. Und Schiedsrichter Plautz entscheidet auf Elfmeter. Lakonikakis hat sich da nicht schießen getraut, hat gezögert, hat den Ball nicht direkt genommen und Angerschmidt hat da noch eine recht unglückliche Attacke versucht, trifft dabei Lakonikakis und Schiedsrichter Plautz entscheidet hier klarerweise auf Elfmeter. Es war ein Foul. Angerschmidt trifft mit der Fußspitze den Bauch von Lakonikakis. Elfmeter also für Rapid. Und der erfolgreichste Torschütze gegen Ried Wagner. Und der verschießt. Verschießt in der 40. Minute den Elfmeter. Die Chance zur Führung für Rapid. Pausenstand 0:0. Und während Rapid nicht trifft, treffen die Zuschauer, wenn es auch nur die Koffer sind. Helmut Kronjäger wechselt in der Pause. Drechsel scheidet verletzt aus. Lauers spielt an seiner Stelle. Radajcik wird von Glasner gefault, er steigt ihm da hinten hinein. Glasner entschuldigt sich. Wuchtiger Antritt von Radajcik und gestoppt von Glasner. Freistoß für Rapid. Schnell abgespielt, Daumend, Haken und wieder Orage, der ganz ausgezeichnet heute im Tor von Ried spielt. Hat schon einige gute Möglichkeiten von Rapid zunichte gemacht mit guten Reaktionen. Jasic. Gefault von Rothbauer und der bekommt für dieses Foul wieder die Gelbe von Konrad Plautz.
Das heißt, gelb-rot. Ja, und damit Ried ab der 74. Minute mit nur 10 Mann. Und hier das Foul, und dass dieses Foul mit Geld bestraft wird, ist klar. Ja, allzu viel haben die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft heute noch nicht gesehen. Vor allem Tore fehlen. Radajcik, Daumend. Dann Lakonikakis, abgeblockt, Daumend und Vettel. Ja, Rapid kommt zu den Möglichkeiten. Aber letztendlich Milan Orace, der Mann, der Tore für Rapid verhindert. Dann die Möglichkeit, die beste für Ried, die vergibt Wawra. Hier Acker Gündüz. Und Wawra und Daumend klärt da. Also da hat jetzt Rapid Glück gehabt. Jasic. Abgefälschter Ball, Radovic. Und Wagner, René Wagner, 1:0 in der 85. Minute. Ja, René Wagner, der Mann, dem Ried besonders am Herzen liegt, der seine Tore, die meisten gegen Ried erzielt hat. Er ist auch heute erfolgreich. Sein 11. Tor gegen Ried. 1:0 Führung also für Rapid. Dann Freistoß für Ried. Aufs lange Eck gespielt, Unaufmerksamkeit. Und das ist der Ausgleich. 3 Minuten vor Spielende der regulären Spielzeit. Lauers, 1:1 der Ausgleich. Und Jubel auch bei Helmut Kronjäger. Mit 10 Mann hier in Hütteldorf vielleicht ein Unentschieden zu erreichen, ist allemal ein Erfolg. Da der Fehler in der Abwehr von Rapid, Unaufmerksamkeit, und die nützt Lauers aus zum Ausgleich. Und entsprechend ärgert sich Dokopin, 3 Minuten vor Spielende den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Lakonikakis, aber jetzt eine starke Schlussoffensive von Rapid. Lakonikakis, Radovic. Ja, das Spiel jetzt wesentlich besser, wesentlich dynamischer in der Schlussphase, in der Rapid-Viertelstunde. Mit weiten Passes wird jetzt auf Radovic gespielt, Schuss von Wagner. Vettel, Radajcik, noch wenige Augenblicke zu spielen. Freund, an die Stange, da wäre Orace zu spät gekommen. Und Jasic übers Tor. Rapid hat nicht die spielerische Kreativität, gegen eine defensiv orientierte Mannschaft das Spiel zu machen. 1:1 im Hanapi-Stadion gegen Ried. Rapid hat in der ersten Spielhälfte Probleme mit dem engagierten Gegner aus Niederösterreich. Pausenstand 0:0, aber nach dem Seitenwechsel sehen die Zuschauer Rapid-Tore. Das 1:0 in der 51. Minute durch Radovic, der anstelle von Wallner genommen wurde. Dann das 2:0. Durch Vettel in der 59. Minute. Und dann die Vorarbeit zum 3:0. Freund flankt und René Wagner per Kopf in der 63. Minute. Und schließlich in der 71. Minute das 4:0. Schöttl, Lakonikakis, ein Eigentor. Rapid besiegt Langenrohr mit 4:0. Engagiert, zweikampfstark, versucht gegen Rapid mit taktischer Disziplin das spielerische Manko auszugleichen. Bis zur Pause gelingt das Konzept, Pausenstand 0:0. Zingler, Radovic, er ist für Wallner gekommen und 51. Minute 1:0 für Rapid. Mit der Fortdauer des Spiels lässt die Kraft bei Langenrohr nach und damit auch die Konzentration. Und das nützt Rapid klar zu seinem Vorteil. 2:0 Torschütze Vettel. Wagner, Doppelpass mit Freund. Flanke, und Wagner ist es, der auf 3:0 für Rapid stellt in der 63. Minute. Ja, nachdem Langenrohr nicht mehr so genau deckt, kommt Rapid zu den Toren. Zingler. Rapid hat den Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen. Schöttl. Lakonikakis.
und da ein Missgeschick von Baumüllner, Eigentor, 4:0 Führung von Rapid. Ja, und trotz dieser klaren Niederlage hat Langenrohr Rapid das Weiterkommen im Cup nicht leicht gemacht. Im Juli 95, damals ein 2:1 Sieg, völlig überraschend, der Innviertler. Auf ihrem Bildschirm von links nach rechts in den dunklen Dressen, das sind die Räder. Von der Firma Fuchsholz, ihr Beratungsspezialist für Böden, Wand und Decke. Ein Wurf Jasic. Jasic links, immer Mittelfeld. Drechsel auf Hieden. Gute Flanke, Hieden. Das war das Außennetz. Und zwar von Christian Lutz. Schauen wir uns das noch einmal an. Die Flanke ist sehr gut. Der Hechtkopfball von Christian Lutz, ein Mann von Wacker Burghausen, unweit der oberösterreichisch-bayerischen Grenze. Von einem Regionalliga-Club ist er hier zu den Innviertlern gekommen. Erwig Drechsel, er muss abseits sein. Acker Gündis im Abseits, ganz klar. Beide Teams haben sich hier im Frühjahr mehr oder weniger noch nicht auszeichnen können. Die Rieder, schlechteste Frühjahrsmannschaft mit nur 4 Punkten, haben hier am eigenen Platz noch keinen einzigen gemacht. Und Ried mit 5 und Rapid mit 5 Zählern auch nicht gerade berauschend. 6. Platz nur bisher im Frühjahr. Aber Ernst Dokopil hat es ja gesagt, wir müssen heute hier auf Sieg spielen. Mitteldorfer wollen heute zumindest wieder auf 2 Punkte an die Tiroler herankommen. Freistoßfreund. Hieden gegen Jasic. Einwurf für Rapid. Es nieselt jetzt nur mehr ganz leicht im Riederstadion. Gaston Taument war das. Und Freistoß natürlich Dejan Savicevic. Streitet heute sein 38. Bundesligaspiel für Rapid. 2 Tore hat übrigens gegen Ried schon geschossen. Freistoß Oliver Glasner, das ist Norman Mapesa. Mann aus Simbabwe, 68-facher Internationaler, jetzt Drechsel. Er ist einer, der den Lochpass kann, der den Ball, den Pass in die Tiefe kann. Arnold Wettel mit der Nummer 15 haben Sie gesehen. Eher eine Überraschung, seine Aufstellung. Man hatte mit der Radovic gerechnet. Aber Ernst Dokopil hat sich doch anders überlegt. Lakonikakis, Zingler, Einwurf Rapid. Wir werden das im Verlauf, ja, jetzt haben wir es hier in dieser Szene. Angerschmidt bewacht heute interessanterweise Savicevic und nicht Markus Hieden, so wie im ersten Spiel in Wien vor einer Woche beim 1:1. Zingler, Radajcik. Rapid versucht natürlich jetzt das Match unter Kontrolle zu bringen.
Wechsel, Aker Gündüz. Mitte Oktober des Vorjahres hat er seine letzten Tore gemacht, übrigens beim 2:1-Sieg gegen Sturm, beide gleich. Da haben wir ihn, am 21. Oktober war es. Ist aber dann lange ausgefallen mit einem Schlüsselbeinbruch, aber im Frühjahr hat er noch nicht getroffen. Hat allerdings 3 Tore der Innviertler vorbereitet. Steininger, auch sein Einsatz war etwas in Frage gestellt. Letztlich aber doch gegangen. Das ist wieder Christian Lutz. Erstmals von Beginn an mit dabei. Trainer Kronjäger hat sich gegen Manuel Ortlechner, dem Unter-21-Teamspieler, entschieden, der einfach derzeit in einem Formtief steckt. Versuchter Schuss von Angerschmidt. Blauers. Besuch nicht allzu gut heute in Ried, es ist einfach zu kühl, zu kalt. Schauen wir uns diese Aktion noch einmal an. Roland taumelnd von Steininger. Ich würde sagen, etwa gut 3000 im Stadion, hoffentlich umso mehr an den Fernsehgeräten. Lakonikakis und Milan Orage. Drechsel. Und der Pass abseits. Doch abseits. Naja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Schauen wir noch mal genau hin. Na, war zumindest gleich eine also Fehlentscheidung. Aker Gündüz nicht im Abseits. Und wieder Drechsel und Aker Gündüz. Ja, 12-mal gegen Ried gespielt, Christoph Radajczyk, und nicht ein einziges Mal verloren. Auch eine schöne Bilanz. Er soll Dejan Savicevic beschatten, Michel Angerschmidt. Freund auf Lakonikakis. Hütteldorfer versuchen, das Tempo ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Wieder Lakonikakis. Hat immer links. Wettel und. Achtung, der Personenruf. Der Franz Kendelbinder. Franz Kendelbinder, bitte zum Eingang Stöckelgas kommen. Er wird dort erwartet. Thomas Zinkler, einer der beiden Manndecker. Und der zweite, nämlich Peter Schöttl. Schöttl mit seinem 420. Bundesligaspiel heute. Savicevic. Zinkler. René Wagner. Savicevic. Zu steil. Zu steil für Arnold Wettel.
Ja, ja. Der Bodlin Ried ist ihm immer gelegen. 5 Tore bereits. Hier im Innviertel hat der Arnold Wettel, ehemalige Grazer, bereits erzielt. 10 Minuten gespielt, noch immer 0:0. Lauers gegen Zingler. Christoph Lauers, der Belgier. Manchmal sieht man ihn wochenlang nicht und dann trifft er gleich 2-3 Mal in einem Match. Bei ihm ist alles möglich, hier haben sie ihn groß im Bild. Klares Foul von Zingler und auch sofort vom Liechtensteiner Schiedsrichter Roland Beck gegeben. Ladi Meier, bisher noch arbeitslos, mehr oder weniger. Heute mit seinem 99. Bundesliga-Match, immer wieder eine Stütze der Rapidler. Und Freistoß natürlich Herwig Drechsel mit links. Taument hat es da ausgeputzt. Freistoß Rapid. Indirekter Freistoß, Sie haben gesehen, der Liechtensteiner Schiedsrichter hatte die Hand gehoben. Bisher ein offenes Match, die großen Chancen fehlen noch. Guter Pass auf Lauers, das ist die Chance für die Rieder, Lauers und an die Stange. Das war Pech für die Rieder. Christoph Lauers, völlig frei. Er weiß es, da wäre mehr zu holen gewesen nach dem Drechselpass. Schauen wir uns das noch einmal an. Völlig frei, überspielt Ladi Meier. Und dann Richtung langes Eck an die Stange. Und das in der 12. Minute. Also erste ganz große Möglichkeit in diesem Spiel. Durch Christoph Lauers. Einwurf Markus Hieden. Aga Gündüz. Und Ladislav Meier. Noch einmal. Gut angesetzter Kopfball, aber doch ein bisschen zu schwach. Nicht scharf genug. Abseits. Nennt mich gedacht auf Aga Gündüz, hier groß im Bild. Aber ist sehr schnell und passiert sehr oft in diversen Spielen, dass er ins Abseits läuft. Aha, da gibt es die ersten Anweisungen von Ernst Dokobil. Er braucht natürlich heute mit seiner Mannschaft einen Sieg, um im Titelrennen zu bleiben. Rapid muss ja noch nach Tirol und auch zu Sturm. Zwei ganz schwere Auswärtsspiele für die Hütteldorfer. Aga Gündüz hat auch ein bisschen nach abseits ausgesehen. Oh, die zweite ganz große Möglichkeit für die Rieder. Bedankt sich hier für den Passball. Das war knapp, Zentimeter neben der Stange. Mit der Innenseite hat er geschossen des Fußes. Herrliche Einstellung. Auf alle Fälle Stange Lauers und knapp vergeben jetzt von Aga Gündüz. Und was ist mit Rapid? Werden die Hütteldorfer jetzt kontern? Freund Savicevic. Diesmal im Duell mit Glasner. Jasic. Und Mapesa. Eckball für Rapid. Das ist Norman Mapesa. Erster Eckball für die Hütteldorfer.
Arnold Wettel wird ihn schießen. Taumend. Savicevic. Gedachte Flanke auf René Wagner, aber da war Klasner dazwischen. Wieder Wagner. Paul von Nentwich war das. Lakondikakis kommt immer wieder über links. Keine Probleme da für Milan Orage, den 1,90 Meter großen Tormann von Joskori. Peter Schürtel, erstmal ein bisschen weiter über die Mittellinie, dann der Fehlpass. Mapesa, technisch Grenze der Mann, aber immer wieder etwas zu verspielt. Hier haben wir ihn, 68 Mal hat er für Simbabwe in der Nationalmannschaft gespielt. Hat einen großartigen Einstand beim Sieg, beim ersten Match im Frühjahr der Rieder in Graz gegen Sturm. Ein Sensationssieg, muss man sagen, aber dann hat er doch einige Male sehr leichtsinniger gespielt. Die Ried haben ja dreimal hintereinander verloren, unter anderem hier zu Hause gegen Salzburg und auch gegen Admira Mödling. Angerschmidt, Klasner und Lakonikakis dazwischen. Savicevic versucht immer wieder nach rechts auszuweichen. Taumend. Gute Flanke von Lagonikakis. Und da ist René Wagner ganz knapp nicht mehr an den Ball gekommen. Es gibt Eckball, das Publikum pfeift. Schauen wir genau hin. Naja, eigentlich hätte das Torabstoß sein müssen, denn René Wagner hat den Ball sicherlich noch berührt. Savicevic. Herwig Drexler. Savicevic, immer wieder dort, wo der Rechtsaußen normalerweise steht. Naja, 4:1 steht es an Torschützen für die Rieder. Zwei Riesenchancen dabei. Hütteldorfer bisher mit noch keiner einzigen hundertprozentigen Tormöglichkeit. Helmut Kronjäger, für ihn ein ganz wichtiges Spiel. Alfred Tata, sein Co. daneben. Helmut Kronjäger nennt sich hier mehr oder weniger Übungsleiter. Fehlt noch etwas zur Trainerlizenz. Wenn er heute nicht gewinnt, wer weiß, ob er morgen noch Trainer ist. Guter Pass ist auf Wagner. Das ist jetzt die Chance für Rapid. René Wagner. Und da ist Nentwich dazwischen. Erste ganz große Möglichkeit für die Hütteldorfer. Wunderschöner Pass von Savicevic. Hat man auf Wagner mehr oder weniger vergessen. Elf Tore hat er bereits gegen Rapid erzielt, insgesamt 59 für Rapid, 8 in dieser Saison, aber nicht weniger als 11 Mal getroffen gegen die Rieder. Savicevic noch einmal. Und wieder Eckball. Nur nach Ecken steht es 4:0 für die Hütteldorfer, nach Toren 0:0. Wieder Wettel. Radajic.
Bettelt sehr offensiv. Rapid drückt jetzt in dieser Phase. Wettel im Abseits. Naja, auch das würde ich sagen, eine Fehlentscheidung. Das war zumindest gleiche Höhe. Dankeschön, Ossi Felber, unserem Regisseur. Also ich glaube, auch das war nicht Abseits. Große Bild haben Sie hier Gaston Taumens, den Niederländer im Dress der Hütteldorfer. Apesa, Nentwig. Stockfehler. Ein Nentwig. Oliver Freund. Aber da ist der Rückpass. So, schauen wir uns diesen Stockfehler noch einmal an. Ja, kann passieren, der Rasen im Ritterstadion ist ja nicht der allerbeste. Hütteldorf haben das Match jetzt im Griff. Savicevic, endlich einmal links. Sein Patenthaken. Und diesmal nicht hineingegangen. Böses Foul an Lauers. Von Oliver Freund, da gibt es die erste gelbe Karte in diesem Match. Ich glaube, er nicht notwendig gewesen, noch in der Hälfte der Rieder. Aber er war natürlich sehr schnell, der Christoph Lauers. Ein kleines Antippen hat da schon gereicht, dass er fällt. Gelb auf alle Fälle für Oliver Freund. Erste Gelbe in diesem Match. Von Lakonikakis gewesen. Wieder Radajcik spielt manchmal vor der Abwehr, vor seinen beiden Manndeckern. Macht das sehr geschickt. Früher lange Zeit mehr oder weniger linke Außendecker gespielt, aber jetzt in dieser Dreierabwehr der Hütteldorfer spielt er mehr oder weniger den Libero. Schöner Doppelpass. Glasner nicht mehr an den Ball gekommen. Wettel läuft und kämpft viel, will wieder einen Stammplatz in der Mannschaft der Rapidler. Savicevic, wieder Wettel. Jasic. Na, Sie haben es gesehen. Ball nicht einmal ins Tor, sondern ins Seitenort. Der viele fehlt dieser Ball. Einwurf Ried. Zweite gelbe Karte für Peter Schöttl nach Freund, nach dem Foul an Aka Gündis. Da sieht man auch, wie viel es in Ried geregnet hat. Ja, Schöttl da etwas zu hart eingestiegen. Peter Schöttl heute mit seinem 420. Bundesligaspiel. Der Rekordspieler bei den Hütteldorfern. Hat ja auch normalerweise keinen Fixplatz mehr, wenn Hatz wieder fit ist, ist die Frage, wer spielt da rechts. Hatz, er hat und dann Schöttl die zweite Wahl. Jasic gegen Hieden.
und Einwurf Rapid. Minuten sind vorbei. 0:0 im Innviertel. Josko Ried gegen Rapid in der Max-Bundesliga. Und diesmal ein Wurf für die Rieder. Jetzt nur im Mittelfeld. Nentwich. Naja, gesperrt. Und jetzt gibt's die erste Gelbe für die Rieder. Und zwar für Nentwich. Drei gelbe Karten also bisher in diesem Match. Ja, ganz klar hat Radajcik auflaufen lassen. Thomas nennt mich also mit Geld. Savicevic. Abstoß. Taumend hat den Ball zuletzt berührt, macht den Pass von Schöttl, den wir hier groß im Bild haben. Milan Orage übrigens vor der Woche, Samstag war es im Hallerbe-Stadion mit einer sehr starken Partie beim 1:1. Beim sensationellen 1:1 der Rieder, muss man sagen, auswärts. Tempo jetzt etwas nachgelassen gegenüber den ersten 10, 15 Minuten. Zinkler. Lagonikakis. Und Angerschmidt, der Bewacher von Savicevic. Die beiden hier auch wieder zusammen. Guter Einsatz von Drexler. René Wagner versucht sich immer wieder frei zu laufen, aber wird noch relativ gut bewacht von Steininger. Einwurf Ried. Ist ihm abgerissen. Dem Ladimeier. Ein
Jens Dokkopil hat er kurz gesehen. Ihm hält es nicht mehr auf der Bank. Lauers. Hat übrigens in Wien Ausgleich durch Verschluss geschossen gegen Rapid. Das ist Angerschmidt. Drechsel. Es dauert alles ein bisschen zu lange bei den Innviertlern. Gestrecktes Bein von Mapesa wird da gegeben. Aber Roland Beck, der liegt mit seiner Schiedsrichter, würde ich sagen, hat das Match, ja, es war auch ein gestrecktes Bein, das Match bisher sicher im Griff. Hätte ich gerne gehört, was er Herr Beck da zu den Spielern gesagt hat. Einwurf wieder Rapid. Sehr schön gemacht von Oliver Freund. Und dann doch etwas zu eigensinnig. Der Spielstand etwas mehr als 31 Minuten. Ja, vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, immer wenn Radajcik am Ball ist, dann pfeift das Publikum. Gab es einen Check gegen Aka Gündis im ersten Match. Hat aber dann letztlich kein Nachspiel gegeben. Von Lindwig an René Wagner. Ball war schon weg. Zweite Gelbe darf sich Lindwig nicht mehr erlauben. Hat schon eine. Schauen wir jetzt einmal genau hin. Der Ball ist schon bei Steininger. Und da im Hintergrund passiert es. Jetzt haben wir es groß und genau gesehen. Ja, das beruhigt Ernst Dokkopil. Er muss dranbleiben am FC Tirol. 5 Punkte Rückstand seit gestern Abend, den die Tiroler gegen Salzburg 1:0 gewonnen haben. Und Freistoß Savicevic. Distanz, naja, das sind knapp 25 Meter, halb rechts. Guter Freistoß und glänzend reagiert von Norasche. Das war die beste Möglichkeit für die Hütteldorfer in diesem Match bisher. Ganz genau angetragen. Natürlich mit dem linken Fuß. Und mit einer Hand Milan Orage. Noch einmal Savicevic. Und abseits. René Wagner, hier haben Sie ihn im Abseits. Dürfen sich die Rieder wirklich bei Milan Orage bedanken, dass Rapid nicht in Führung liegt. Das war wirklich ein hervorragender Freistoß von Savicevic. Schmidt. Hieden. Zu steil für Aka Gündis.